Oh Gott. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten Solo-Queue auf Supreme. Mal schauen, ob das was wird. Wir wissen ja alle, dass es auch weiter oben immer wieder Querulanten gibt. Ich hoffe, dass das Team jetzt schön normal ist. Ansagen, mitmachen, Hallöchen. Hören wir gerade mal rein. Hallo Team. Hallo. Hallo. Sehr, sehr gut. Ein Loose ist schon eingefahren leider im Livestream in unserem Viewer-Game. Haben wir direkt das allererste Supreme-Spiel verkackt. Aber es war halt eins, das nicht im Solo-Queue stattfand. Und Solo-Queue ist dann doch wieder was Besonderes. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Watch behind, guys. Einer guckt hinten, sehr gut. Hinten kommt gleich. Nice. Let's go, Fast B. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schnell weiter gucken, Jungs. Nicht, dass hier einer durchkommt. He's down. Sehr schön. Die erste Runde ist ja schon mal gut gelaufen. Ich habe es schon in diesem einen Bild geschrieben, dass es natürlich sehr, sehr cool wäre, den Doppel-Global am Start zu haben. Ne? Wingman-Global und hier auch Global. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also ihr, wenn wir jetzt mal ganz feste Tacheles reden, ich bin jetzt nicht der Beste. Ja? Ich bin auf jeden Fall niemand, der großartig rausreißt, außer wenn halt wirklich mein Tag ist. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich wirklich, wirklich eher so Mittelfeld bis untere Tabellenliste, was die Punkte angeht. Another one. They're stacked. Es kann schon laufen, ja. Ich will auch nicht sagen, dass ich furchtbar schlecht bin. Ich versuche natürlich, mich mehr zu konzentrieren, auch in den Videos und den Entertainment-Faktor ein bisschen runterzufahren, damit ich halt auch die Jungs nicht komplett hängen lasse. Mal schauen, was kommt, würde ich einfach mal sagen. Also verkrampft versuche ich es jetzt nicht, ne, auf Zwang. Oh mein Gott. Es soll natürlich schon irgendwie, es soll schon noch ein Dummbabbler-Video sein, das ist klar, ne. Also nicht irgendwie einfach nur Geschwitze. Ich will schon einfach reindümpeln. Aber es wäre eine nette Sache. Shit. Ich habe heute Nacht übrigens einen sehr unangenehmen Albtraum gehabt bezüglich CSGO. Ne? Oh, was ein Timing. Alter, dass er das überlebt hat. Nicer, dicer. Und zwar wollte ich aufnehmen, ne, so wie immer. Und ich mache Steam an, da stand, dass ich gebannt bin. Gebannt auf Main Account. Uff. Es war kurz ein bisschen unangenehm, aber ich bin auch direkt darauf eigentlich aufgewacht. Und dann so, zum Glück war nur ein Traum. Aber es war kurz eklig. Es war kurz echt unangenehm. Thanks. Überleg mal, was das heißen würde. Alleine schon für die ganzen Giveaways und sowas, wenn mein Main-Account einfach mal gebannt wäre. Das ist ja leicht eklig. Also, Jungs, komm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht von Orb, aber mit Right Side. Achso, ich habe die Bombe. Alter, Leute, bitte. Schieb mir die nicht so hart zu hier. Dankeschön. Ja, wir sollten zusammen gehen. Was machen denn jetzt Purple und Grün? Nice, let's go, go, go. Hoffentlich hab ich ihn. Ja. Der Sack, wie er sich retten wollte. Hier in der Smoke City. Señorita stellt sich da. Wie heißt er? Snorlax. Ah, Snorlax, okay. Chillt sich da hinten hin. Und jetzt warten wir einfach ab. Einfach abwarten. I can drop. Viele haben mir geschrieben, dass ich mir weiter oben nicht so die Gedanken machen soll wegen den Mates, weil da mehr Leute da wären, die halt auch weiterkommen wollen. Ich denke, das stimmt auch. Also insgesamt sind da sicher. Nice, das Gebiet. Das sind sicherlich auch insgesamt mehr Leute, die halt. Hey, Sami. Ich denke, dass da sicherlich in Zahlen mehr Leute sind, die halt was erreichen wollen, die vorankommen wollen, die jetzt nicht nur rumpimmeln. Aber es gibt sicherlich auch trotzdem Querulanten, die einem halt das Spiel versauen können. Davon gehe ich zumindest. Oh, 1 gegen 1. Davon gehe ich zumindest. Oh, behind. Jawohl. Nice. Aber eben auch solche Leute, die richtig schön nachdenken und was Überlegtes machen. Ja, thanks. Oh, Krieg, um Gottes Willen. Daher haben auch einige gesagt oder mir geraten, dass ich mich eben nicht mehr auf Solo-Queue verlassen soll. Aber also zumindest solange es noch gut läuft, würde ich es gerne versuchen. Ich habe zumindest in der Vergangenheit, hat es sich gezeigt, dass Solo-Queue für mich erfolgreicher läuft als die Viewer-Games im Livestream. Was habe ich jetzt eben gesagt? Ich weiß nicht mehr, wie weit ich jetzt gesprochen habe. In Zahlen habe ich halt mehr Siege im Solo-Queue als in den Livestream-Viewer-Games. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, oh Gisela, komm mal her, dass ich im Livestream noch weniger Fokus aufs Spiel habe als hier. Wobei, es ist aber auch nicht so, dass ich das ganze Team runterziehe, ne? Also, dass ich der ausschlaggebende Punkt für den Loose bin. Aber ich denke, die paar Runden, die man dann nur durch mich gewinnt, sind dann da noch kleiner als jetzt hier im Solo, weil da bin ich halt schon mehr im Spiel, auf jeden Fall. Gerade jetzt auch nach dem Uprank halt, ne? Trotzdem kümmere ich mich um meine Giese. Ach, fuck, die ist gestorben! Nein! Warum habe ich eigentlich... Giese, komm her! Warum habe ich eigentlich immer noch die scheiße Krieg? Mit der Krieg bin ich wirklich ultra schlecht. Da müssen die One-Taps gehen. Ah, ich werde jetzt einfach mit den Kollegen reingehen. Wahrscheinlich... Oh, ja. Weg mit der Krieg. Gitti. Let's go. Ach, mate.
Die Flash war ja wirklich grandios. Okay, okay. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt IOP. Oh, halt, stopp. Okay. Alter. Diggle. Ich habe meine Waffe nicht aufgehoben. Ich döde, Alter. Ich laufe los mit Glock. Okay. He's down. I'm planting. Komm. Oh, shit. Nice. Wait. One construction. No, oh, bitte. Oh! Gisela, komm mit, schnell, komm mit! Diese Runden jetzt sind in den Livestreams sicherlich weniger vertreten, also Runden, in denen ich so ein bisschen reinrecke. Ich habe zwar versprochen, dass ich da deutlich mehr aufpasse, vor allem mit den High Games, was ich auch mache. Dennoch ist da einfach, es ist einfach nochmal was anderes, ne? Live ist was anderes, wie wenn man halt, ich meine, das hier ist ja auch halb live, ich nehme ja auch auf, ich laber dabei, hab die Lichter an. Es gibt Leute, die mir auch schon geschrieben haben, wie kannst du nur so spielen, wie du spielst, während du sprichst. Wenn ich spreche, kann ich gar nichts machen, ne? Also es ist sicherlich eine Ablenkung natürlich auch, wenn man so... Wenn man so wurschtelt, wie ich es halt mache. Aber da gewöhnt man sich auch dran, natürlich, ne? He's flashed now, One spot. One pit, nice. Come on. I'm planting safe. I gotta watch long. Na also! Ja, also, um das Thema, worüber ich jetzt schon die ganze Zeit fasel, immer so stückweise abzuschließen. Natürlich wäre es echt cool, prestigelastig, den Doppelglobal da stehen zu haben. Aber ich bin zu langsam. Shit, Mann. Aber ich weiß, dass es sehr schwer werden würde. Und da ich eben nicht rein tryharden möchte, sondern schon, wenn überhaupt, den Doppelglobal so mitnehmen. Halb. Okay, jetzt müssen wir uns aber beeilen. One shot. Slashing. Okay. I'm planting. Na, fuck, sorry. Dugelpugel? Will jemand? Alter, guck's dir an. Fuck. Wenn ich Erster bin, ist es immer schlecht. Schissel. Auf A sind sie echt eklig. Auf A finde ich sie sehr unangenehm mit ihrer Boiler-Kacke, die sie da spielen. He's shot. He's down. Okay. I'm reloading and going A. He's on bicycle. Heißt das da Bicycle oder Bike? He's on da Velo. Ich lasse die AWP wieder weg. Das war... Oh, es ging eigentlich mit der AWP, aber... Yeah. One is peeking. He's close. Ja, Flash. Okay. Two. One is low. Nice. The other one is sandbags. Nice. Jetzt müssen sie sich ultra beeilen, die Jungs. Aber das haben sie. Ich war ein bisschen scared. I was a little bit scared, René. Ich war ein bisschen verängstigt, René. Nice. Another kill on A. Nice. Alter, ultra die Leute zerlegt gerade, ne? Noch eine schöne Flash reingeschmissen. I'm going to plant for short. Er chillt echt auf B, der Letzte. Nice. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es bei City läuft, weil wir bei T so reinnudeln. Also, wir scheint auch so, als hätten wir die aim-technische Überlegenheit. Die meisten Duelle, die man gegen sie hat, laufen... Oh, obwohl, nee. Die Face-to-Face 50-50-Duelle, da gewinnen sogar eher die. Aber die Abaimung ist bei uns stärker. Wobei sie das ja eigentlich machen müssen. Die Cities müssen ja eigentlich jetzt jede Kante abaimen und uns nicht durchlassen. Aber sie machen es nicht. Wenn wir das 11-14 schaffen sollten, wäre das natürlich schon... I'm flashing City. City Flash. Let's go. I'm planting. Cover me, please. Ballert mich einfach an von Church. Der Laser. Oh, letzter City. Okay, nice. Morgen ist er dann auch wieder Livestream um 18 Uhr. Da bin ich auch gespannt, wie das High Game dann verläuft, weil ich ja hier mit diesem Account eben die High Games immer mache. Das letzte haben wir nicht arg verloren. Ne, das letzte Spiel, das war direkt nach meinem Uprank. Da haben wir, ich glaube, 16-13 oder sowas verloren. Oder 16-11 wohl eher. Da haben wir halt ab und an blöde Situationen noch blöder umgesetzt und haben deswegen verkackt. Wobei die Gegner auch sehr gut waren. Es gab sehr viele Insta-Headshots und sowas. Also alles in allem konnte man sich da bei der Gegnerstärke nicht beklagen. Oh mein Gott, Jungs. He's down. One is on mid. He's coming short. I'm flashing short. Short oder von Balcony, ne? Short. Ah, sorry. Ja, aber war schon eine gute Hälfte. Die 50 Punkte sind jetzt schon fast drin. Die Kills verteilen sich auch gut. Jeder rudert schön mit. Das läuft. Aber ich hab's jetzt halt ein bisschen verhuddelt gerade. Ich meine, gut, er hätte auch direkt kommen können, als ich gestorben bin. Ich habe gesagt, wo ich plante. Hat ihn vielleicht nicht erreicht über den Voice Chat. I've got the fuse on B. B is clear, blue. Alter, schon alle weg? Ich will auch noch einer! Ich will auch noch einer! Jetzt gehen wir zu dritt auf B. Mal schauen, wie das so wird. Er will jetzt mit naden und dann aber direkt wieder auf A gehen. Das ist natürlich ist ein guter Plan. Ich bei B alleine. Okay, Jungs. War das feste geplant? Ja, gut. Ah, es sind schon alle weg. Ja, nice. Mein linker Spot ist frei. Ich wünsche mir die Tees herbei. Oh mein Gott.
Eine kleine, aber feine Eco ist angesagt. Ich denke, ich werde das gleich ein bisschen genadet hier. Oh! Haha, oh, oh, shit, hat halb gut getroffen. Viele Löcher in dem Käse. Ja, mit. Was habe ich da? Ah, einer ist noch. Mein einer ist noch low. Oh, die Krieg. Mit der Krieg kann man nichts machen, hopp. Damit schießt man irgendwo hin. Leute, wo ist euer Geld hin? So, ja, wir werden doch jetzt aber nicht zu City hin dann kackig spielen, oder? Second mid. One Deagle hit. Oh Gott. Bitte werdet nicht behindert. Bitte, bitte. Okay, okay, so, jetzt aber bitte gescheit. Merkt ihr, wie ruhig es ist? Alles so ein bisschen angestrengt jetzt. Oh, du machst jetzt nicht. Ach, sehr gut. Oh, er spielt mit der Aug. Das ist ein harter Kerl. Ich kann mit den Waffen einfach überhaupt nicht spielen, mit Aug und der anderen, mit der Krieg. Das geht gar nicht. Ach, der eine hat ein Kind bei sich hocken, oder was? Ja, three smokes on B. Der hat ein Kind auf dem Schoß, oder wie? Blau, lass sie ruhig kommen. Nice. Alter, no bomb. Nice. Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Die Kaufrunde hat sich immerhin gelohnt, aber es war echt jetzt eine Eco-Durststrecke. Haben wir drei Ecos gemacht? Ich glaube, wir haben drei Ecos gemacht, ne? Könnt ihr euch noch an das letzte Spiel oder, nee, vorletzte Spiel erinnern? Da lief es am Anfang auch sehr gut. Und in der zweiten Hälfte haben wir so viel verkackt, dass wir, glaube ich, sogar nur einen Draw geholt haben. Weil die Jungs dann einfach den Respekt vor den Gegnern verloren haben und immer reingekauft haben und so. Von wegen, ah, ich hol die auch mit der MP, ne? Ich glaube, das hat man hier ganz kurz gerochen. One in front of Banana. Ah, lieber safe spielen. Nice bomb down. Okay, just let us wait. Bitte, Blau, jetzt nicht. Blau, du bekommst die Nase voll. Ich weiß. Siehst du, Blau? Siehst du, genau so passiert's. Er steht echt close und wir haben scheinbar ein Girl am Start, okay? Das höre ich jetzt erst. Jetzt komm, am Ende kann man gucken. 4 gegen 1, da kann man schon mal reinglotzen. Ich sehe zwar seit 1000 Jahren jetzt kein Feind mehr, aber ja, immerhin sind wir am Gewinne. Wir sind alle wieder runtergekommen von dem hohen Ross. Noch 2 kleine Ründchen und dann müssen wir die Chance doch. Mate, ich hoffe sehr, dass sie jetzt nicht rushen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mate. He's down. Oh, one up. Komm schon, Mate. Okay. Oh, he's up a mid, nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Jungs. Da ist die Koordination wirklich hart am Start. Es kann doch aber eigentlich nicht sein, dass ich hier einen Unterschied merke von LM zu Supreme, oder? Mir kommt es echt so vor, als wenn zumindest diese 4 Kolleginnen und Kolleginnen, Niki, ne? Mademoiselle. Hallo, hallo. Die spielen viel sicherer. Oh mein Gott. 2 are coming, 1 is half HP. Er fällt, ob wir danach nochmal spielen. Sie freuen sich über die ganze Call-Bereitschaft, die hier durchgeht und über das gute Spiel eben. Würde ich fast annehmen. Okay, Geld haben wir. Wir können jetzt schön rein Wäsche. Oh nein, Jungs. I can drop one. One drop for orange, blue. Legst du bitte blau? Na also. Heide, nein. Das hat aber lang gedauert. He's down. Der wollte ihn jagen, aber nicht mit mir, mein Freund. One is coming. Nein. Wait, we got the bomb. Oh ja, das hört sich nach einem harten Rotate an. Just one, let's go together. Blau, warte doch jetzt mal! Wir brauchen den Refrag! Wir brauchen den Refactoring-Mode. Nice. Thanks. Alter, was ein geiles Spiel! Leute! Kann man sich nicht beschweren! Ich habe jetzt zwar in der zweiten Hälfte 10 Punkte gemacht, nur aber... Seit wann sehen die Ranks eigentlich nicht genau gleich aus? Achso, MM hat einfach diesen Patch hinten dran, ne? Ja gut, naja, auf jeden Fall war das wieder ein edles, knedles Spiel. Ja, es war auf jeden Fall ein edles Spiel. Es hat sich machbar angefühlt, es war in Ordnung. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt morgen im Livestream um 18 Uhr, ja? Leute, vielen Dank für eure Kommentare, vor allem auf den ganzen alten und anderen Videos, die ihr euch angeschaut habt. Danke dafür, natürlich auch vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise morgen im Livestream um 18 Uhr. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.